Willkommen zurück zu Xenoblade. Hat ja gesagt, wir machen jetzt Kolonie 4 hier die ganze Sidequest. Wird also heute wieder eine Sidequest-Folge. Wir werden auf jeden Fall nicht die Hauptmission weitermachen. Das hat Zeit. Und ich will unbedingt auch vielleicht nochmal eine Heldenmission finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier und da vielleicht nochmal eine Heldenmission finden kann. Diesen Greywolf habe ich auch gefunden. Also warum nicht, ne? Was ganz cool wäre, wenn diese Is auch markiert wären auf der Karte. Ist immer ein bisschen nervig, jetzt rumzusuchen. Ich habe mir fast gedacht, dass hier Is sind. Ey, jede Kolonie das gleiche, ne? Wir haben Hunger, wir brauchen Material, irgendjemand ist gestorben. Immer sowas. Gereiztheit. Peronis war eigentlich gut. Ist ein Noppon abhanden gekommen. Es gibt halt keine Anzeige, ob man jetzt hier schon alle Missionen gemacht hat oder nicht. Was auch ein bisschen schade ist. Ich denke aber schon. Kann man nochmal schauen, was hier zu essen gibt? Aua. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Let's have a little huddle up. Dorin und Bam Bam. Everyone. A moment of your time? Einfach nur EP erhalten. 100 EP ist halt auch so unbelohnt. Wenn es 100 SP wären. Shall we put our heads together on this? Und essen. Erhöhte Goldmenge. Nein, nicht so wichtig. Den genannten Personen Dinsel. Das ist noch ein I. Oh, so that's how they're doing. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Hey, so can we talk? 100 EP. Toll. Let's bounce. Ey, wie viel Liebe zum Detail. Na, guck mal, wie viel die noch wie am Tattoo da an Rot hat. Nicht mal irgendwie ein Fehler oder so, der den unterläuft. Oh, so that's how they're doing. Thank you.
Ach, Kacke. Hallo. Hallo, Manni. Bist du zu Hause oder unterwegs? Oh, das ist wieder so ein typisches Lauf von A nach B und Quatsch mit den Leuten. Liebst du das, hallo? Bange. Ach nein! Falsch. Die Mission ist fertig oder wo muss ich hin? Ah, da ein Rippenfleisch. Sammeln, sammle das Gesuchte. Scheiße, wo ist das denn? Aron Rippenfleisch. Ja, wo soll ich das denn finden? Which one was it again? Leave her be for now, Senna. She won't respond while she's so stressed. Something smells tasty. Oh, so that's how they do it.
What's next? Geht noch weiter. Jojo, Junge. Hau rein, Skoppel. Bis morgen. Gib dem natürlich das, nur das, was ich schon voll oft habe. Solon. Junge, Junge, Junge. Am Ende gibt das wieder nur ein SP oder so. Geht doch, wie viel SP gibt das? 3. Und Windarm reift, den ich schon 10.000 Mal hab. Oh. Lohnt sich gar nicht so diese Nebenquests, ne? Hab ich so langsam das Gefühl. Sprich mit dem Zugführer Dinsel. Ja, wo ist der doofe Dinsel denn? Ist das Dinsel? Nee, Maxi. Ach, als ob der da schon was abgezogen hat. Bitte dich. Stell dich mal nicht so an. Das ist anscheinend oben irgendwo. Toll.
andere Seite hoch. Noch einen komplizierteren Weg hätten die sich nicht ausdenken können. Was macht der hier? Flaran. Was? Besiege die entsprechenden Gegner. Tovaris Fedre. Okay, machen wir das mal. Sinn zu porten. Sehe ich morgen noch unterwegs. Ja, 31, geil sogar. Was bin ich denn? 33, okay. Wird gut, dann komm mal ran hier. Ich bleibe dabei, ich finde es so komisch, dass man 3 Kilometer weit entfernt steht und dann einfach in die Luft angreift. Und das gilt so als Angriff. Das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Dafür, dass er auf 31 ist, ist aber nicht so stark. Schon abgeschlossen. Einfacher als gedacht. Das gibt nicht mal was! Und da oben kommt man nicht ran, oder wie? Wie? Wieso muss das denn? Da ist noch ein Item, das will ich haben. Asi, will ich haben. Wie dumm. Das ist ja dumm.
keine Ahnung, wie ich da laufen muss. Also die hätten die Kolonie, womit man schneller laufen kann, ruhig als erstes machen können. Anstatt Essenseffekt hält länger. Darauf hätte ich echt verzichten können, auf den Essenseffekt. Ich würde lieber doppelt so schnell laufen. Hier müsste ich eigentlich auch mal lang. Da oben ist ein Ätherkanal. 700 Meter noch, ich bin so weit. Oh. Just leave this be. Welches Level hat der Fisch? 56, da machen wir mal einen Bogen drum, ne? Ist er doch. Moin Clasher. Wie geht's dir? Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's auch wunderbar. Ich bin... Ich freue mich total auf morgen, weil morgen kommt mein neuer Stuhl und dann kann ich den Miststuhl hier endlich entsorgen. Der ist nicht schlecht, der Stuhl, aber nach 10 Stunden merkst du das. Oder schon ein paar Stunden. Und das mehrmals hintereinander. Echt froh, wenn morgen endlich der Stuhl da ist. Ah. I'm getting peckish. Do we have any snacks? 36, da waren 3 Bonuslevel. What? I definitely feel stronger. Ich wollte mal wegen Juwelen gucken, ne? Lohnt sich das überhaupt?
den Juwelen, das ist auch irgendwie so eine komische Story. Den wird ja auch nicht erklärt, wo gibt's das ganze Zeug und so. Guck hier. Spinnenkönigin-Seide. Hm. Den kann ich sogar machen. Machen wir den mal, ne? Erhöht Geschick, wo ich auch immer noch nicht weiß, was macht Geschick überhaupt. Ja, keine Ahnung. Das ist nochmal so ein Thema. Ich glaube, da kann man sich im Endgame dann nochmal drüber Gedanken machen oder so. Hä? Wer will denn damit mehr kämpfen? Die? Digga, du bist Level 21. Was willst du? Ach, guck mal, der tauscht das immer automatisch aus gegen den Stärkeren. Das heißt, man muss die Juwelen nicht jedes Mal wieder neu machen. Ja, ist gut, ne? Level 30er Gegner. Krass. Mann, es ist so weitläufig. Also wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann wäre es echt irgendwas, womit man schneller vorankommt. Irgendwas, womit man schneller vorankommt. Das kann echt nicht sein, dass man die Welt so riesig, die haben gesagt, die ist viermal größer als Xenoblade 2 und du hast keine Möglichkeit, um dich irgendwie schneller fortzubewegen in neue Gebiete. Du hast nur Schnellreise in alte Gebiete. Das wäre noch krasser. Stellt man vor, keine Schnellreise. Musst du durch drei Länder erstmal durch, bis du wieder dahin kommst, wo du hin willst. Also das fehlt mir echt ein bisschen. Dieses ganze Zeit laufen. Man hat hier so eine Autolauffunktion. Das heißt, ich drücke nichts mehr. Und dann läuft der automatisch. Aber das ist ja so auch eine Zeitverschwendung. Die ganze Zeit hier langlatschen. Und die ist ja auch nicht wirklich schnell, ne? Ich hoffe echt, dass dieser Bonus bis zu 100% geht. Also doppelt so schnell will ich schon sein. Aber am Ende sind es bestimmt 5% und dann maximum 25% schneller. Aber das ist ja echt hier eine Zumutung. Das ist echt zu lahm. Das habe ich jetzt schon auch ein paar Mal gesagt, schon in den Folgen. Und guck mal, hier war ich schon. Ich bin schon voll einen Umweg gelaufen. Guck mal, da ist eine Spinne. Level 31. Vielleicht kriege ich von der diese Spinneneier. Noah, tschö. Noah, schon wieder passiert. Don't think you'll get away with this!
mich auf jeden Fall eine andere Skizze machen. Der Modona-Spinner hat ganz schön viel Leben. Oh Mann, hör auf mit der Scheißverteidigung, du Scheißspinne. Oh, Clasher, danke für deinen Prime-Sub. Ich weiß nicht, wieso es zweimal angezeigt wird, aber danke dir, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Wir haben auch gerade genug Abonnentenpunkte gehabt, damit ein neuer Emote freigeschaltet wurde. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt das nächste Ziel ist, aber danke, mein Bester. Viel Spaß mit den Emotes. Viel Spaß mit den Emotes. Man kriegt einfach nichts. Da gibt's auch das Spinnenei. Spinnenkönigenei. Das habe ich doch eben gebraucht oder so, oder? Nicht blöd. Judging by the trajectory, it must have landed nearby. The only way is through. Together. Let's end this quickly. Dragon Tail. Das macht so viel Schaden, ne? Ich liebe es. Also wehe, das gibt jetzt insgesamt nicht irgendwas krasses. Ich habe 3 Stück besiegt. Right then, time to head back.
Noch eingefallen? Liebesring. Okay. Ich porte mich, geht schneller als laufen. Das lädt ja auch so, also. Ich erinnere da mal so an Bloodborne, ne, auf der PS4. Ladezeiten von bis zu einer Minute. Das ist hier fast auf Demon's Souls Niveau. Von den Ladezeiten. 3 SP, das ist. Oh, so that's how they're doing. Lächerlich. Lächerlich. Mission sieht gut aus, ne? Ich könnte hier nochmal jetzt gucken, ob ich hier noch was eingesammelt habe. Wahrscheinlich nicht. Egal, gut, trotzdem. Todesteufling. Der war selten. Dämonix. Ich weiß halt auch nicht, wo man die Sachen findet. Das wird einem ja auch nicht gesagt. So, ich kann ja jetzt nicht hier drauf gehen und sagen, okay, wo finde ich Dämonix? Vielleicht doch. Items. Alles abhaken. Okay. Wahrscheinlich hier, ne? Jetzt muss ich hier echt alle durchgehen. Filter. Kann man nicht suchen. Alphabetisch, perfekt. Da war es doch. Dämonix. Fundort Fornes. Ist ja sehr vage. Fornes. Ist ja auch klein. Vorne ist es ja auch. Vorne ist Übersichtskarte. Also irgendwo hier kann man das finden. Oh Mann, das ist ja scheiße. Okay, dann gehen wir mal hoch nach Aetia. Ob es da noch Missionen gibt. Fragezeichen oder so. Also hier war ich zum Beispiel noch gar nichts von dem Gebiet. Kolonie 9. Und zur Kolonie 9 gehen. Something smells. I'm starved. Let's grab something. Nö, hier gibt's nichts. Okay. Gamma. Something smells tasty. Ach ja, das war hier. Ist hier noch was Neues? Aufträge einsehen? Wegweisen. Lehrer Noah. Can't underestimate a bit of good intel. I'm getting peckish. Do we have any... Solange ich nichts beantworten muss wieder. Let's move out.
Ich finde es unglaublich, wie viel Arbeit hier drin steckt in jeder einzelnen Mission. Alles muss animiert werden und beschriftet und übersetzt und überprüft und... Nicht ganz stark. Ganz stark finde ich das. Da oben übrigens in dieses Eisgebiet kommt man auch noch, habe ich gesehen. Einmal weggewiesen. Weggewiesen. Oh, auch ein Ether-Kanal. Nee. Ihr wollt kämpfen? Sechs Level höher und die wollen kämpfen. Das ist eigentlich, ich dachte eigentlich, sechs Level wäre genug. Wieder 3 SP. Dann werde ich jetzt mal schauen, ob wir bei Synchro was Neues machen können. 95 SP. Nicht so viel, ne? Das braucht 70. Hitze. Oh, das braucht auf jeden Fall, weil Hitze. Leiste. Anschließend. Das wird jetzt leise weniger als sonst. Das ist gut. Das mit den Hitzedingern, das hätte ich sowieso ansteuern sollen. Das wird schwierig anzusteuern. Das wird auch schwierig anzusteuern. Scheiße. Zeit, ja.
trick up my sleeve. I got a new trick up my sleeve. Und dann ist hier hinten am Ende Nummer 2. Das heißt, oh, hier ist einer. Den nehme ich. Und hier ist nochmal einer. 70. Was brauche ich für den? Den hier. Wahrscheinlich, ne? Hier was wegen Hitze. Den habe ich schon. Ne, habe ich noch nicht. Einer. Den? Nein, Hitze, rein da. Hitze ist gut. Hitze hätte ich mich viel früher darauf konzentrieren müssen. Habe ich nicht dran gedacht. Na scheiße, gar keine Hitze. Ah, erlaubt. Technik an Technik, ist eigentlich gut. SSDB. ASDA. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Nächste Folge werde ich auf jeden Fall diese Haupthandlung machen. Dafür können wir. Wo müssen wir da hin? Haupthandlung. Stimmt wieder runter nach Fortis oder nach Palentas oder so. Also Leute, lasst ein Like auf dem Video da, gerne Kanal abonnieren für die nächsten Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.